Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Anthrazit-Box von Raf Camora. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Anthrazit von Raf ist schon eine Weile her. Am 25.08. ist das Ganze herausgekommen. Ich hatte leider ein wenig Pech, da es Amazon nicht geschafft hat, es ja fristgerecht, zeitgerecht zu liefern. Deswegen habe ich die Box leider das Wochenende vom 25.08. nicht bekommen und bin dann am Montag darauf, also sprich am 28.08. ja unterwegs gewesen, außer Landes gewesen. Da ist die Box dann bei mir angekommen, daher konnte ich sie auch nicht am Montag unboxen. Dann war ich die ganze Woche unterwegs und deswegen kommt das Unboxing erst jetzt zustande. Alles klar, nichtsdestotrotz schauen wir uns das Ganze natürlich an und befreien das Ganze natürlich erstmal aus dem Plastik. So. Und dann schauen wir uns das Ganze mal ohne Plastik, es spiegelt auch so schon sehr stark, in Ruhe an. Also, wir haben hier auf der Vorderseite so eine schwarz-weiße Skyline mehr oder weniger im Hintergrund, so Wolkenkratzer. Und dann haben wir hier das Logo Anthrazit Raf Camora mit dem großen Raben in so einem, ja, rot-türkis, rosa-türkis und ein Premium-Box. Also sieht so aus wie so ein Neon-Reklameschild. Untere Seite glatt schwarz, glänzend. Hier zieht sich die Skyline weiter, oben ebenfalls. Und auf der Rückseite haben wir einen Barcode und die Credits. Ansonsten diese Skyline auch hier zu sehen. Und auf der Seite haben wir nochmal Raf Camora Anthrazit stehen und hier nochmal das Logo. Alles klar, wir haben es hier zu tun mit einer Klappbox. Das heißt, wir werden das Ganze einfach hier öffnen. Okay, wir haben einmal ein T-Shirt, die Instrumentals zum Album, das Album im Digipack, ups, dann hier eine Bonus-EP, Schwarze Materie 2, ein Sticker, ein Poster und die Anthrazit Notes. So sieht die Box im leeren Zustand aus. Okay, dann werden wir mal die beiden Inhalte, die in Plastik sind, kurz ebenfalls auspacken. So, das war einmal das T-Shirt. Und dann haben wir natürlich noch das Album an sich. Dieses ebenfalls in Plastik. So, Messer kann weg. Und das ist das Album an sich. Anthrazit Raf Camora. Das kennen wir bereits, das Logo. Allerdings haben wir hier keine Skyline im Hintergrund, sondern man sieht hier so Federn. Also es dürfte wahrscheinlich das Gefieder von einem Raben oder von einem ähnlichen Vogel sein. Auf jeden Fall pechschwarz. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben 17 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Bones MC, Gentleman, Contra K, UFO 361, nochmal Bones, Casey Rebel, nochmal Bones, Chases und Maxwell. Von diesen 17 Tracks muss ich ehrlich sagen, meine Favoriten. Einmal Track Nummer 2, Vienna, gefällt mir richtig gut, speziell der Text. Dann Track Nummer 5, Primo oder Primo, ja, ich spreche auf jeden Fall Primo aus. Klingt für mich ein bisschen verwandt oder sehr ähnlich zu Nie ohne mein Team, einfach so vom Rhythmus und von den eingesetzten Elementen. Speziell in der Hook, im Refrain, ist so ein Element, ich kann das nicht beschreiben, also ich weiß echt nicht, wie dieses Instrument, wie dieser Effekt heißt, aber es klingt so wie so eine ganz hohe Stimme und das ist immer nur ein paar Sekunden in der Hook, also das. Von diesem Ding habe ich echt einen Ohrwurm des Todes. Also, das könnte ich den ganzen Tag hören. Und dann Track Nummer 17, kontrollieren.
ist ja schon vor längerer Zeit auf YouTube veröffentlicht worden mit Videoauskopplung, aber der gefällt mir richtig gut einfach von der Stimmung her, weil so motiviert und so ein ja, pushender Track ist. Ansonsten das Album ja relativ düster. Okay, also wir haben hier einen Pappschuber über dem Album und dann das Album an sich hat dieses Cover hier. Raf mit Sonnenbrille auf der Stirn, Raf Camora lesen wir hier und im Hintergrund wieder das Logo von Anthrazit. Tracklist natürlich hier auch nochmal aufgedruckt. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet. Oh, ging ziemlich gut aus, bin überrascht. Dann haben wir hier ebenfalls wieder in dieser grün-rosa Optik. Also es erinnert auch ein bisschen so an diese 3D-Effekte, 3D-Bilder. Da hat man auch immer diese Farben. Die Sonne scheint Gold, die Sterne Platin. Nur die Farben meiner Raben bleibt Anthrazit. Alles klar. Dann hier eine Aufnahme von Raf. Hier nochmal sehr stark reingezoomt das Logo. Das ist interessant. Was lesen wir hier? Red Bull Studios Berlin. Okay. Und hier noch die Credits. Alles klar. Also keine Tracklist, keine Track-Texte, sonstigen Inhalte. Wirklich rein fotolastiges Booklet. Etwas dünn, aber schon in Ordnung. Dann haben wir die CD. Hier komplett in schwarz und weiß gehalten. Hier in diesem Vogel, in diesem Rabenmuster. Richtig krass. Das ist die CD. Hinten ebenfalls wieder dieses schwarze Gefieder. Dann geben wir das Ganze mal wieder zurück in den Schuber. Und dann haben wir einen zweiten Tonträger. Ebenfalls in einer Plastikhülle, in einem Jewel Case und nicht in einer Papphülle, wie so oft. Schwarze Materie 2 lesen wir hier. Das Ganze in schwarz und weiß gehalten. Und dann haben wir auf der Rückseite 6 Tracks, beziehungsweise 5 Tracks und einen Remix. Wir haben Features von Maxwell, Yoshimitsu, Jesus und was mich sehr freut, Emires. Diejenigen, die Raf wirklich von Anfang an kennen, die wissen ja, dass Emires einer seiner besten Freunde ist aus seiner damaligen Zeit in Wien, aus dem 15. Bezirk, 5-Haus. Und Emires ja auch auf den ersten Raf-Tracks bzw. auf dem damaligen Collabo drauf, auf dieser Skandal-EP. Alles klar. Dann haben wir hier ebenfalls ein Booklet. Schauen wir mal. Es dürfte zwar sehr, sehr dünn sein, ein, zwei Seiten, aber wir schauen natürlich trotzdem mal hinein. Wenn ich es rausbekomme, ist immer so eine Sache, das biegt ja irgendwie so fest. Okay, ja, das liegt daran, es ist kein Booklet, es ist wirklich nur ein Einleger hier, das Cover. Deswegen lasse ich das jetzt mal drin, diese Seite, mehr ist das nicht. Die CD sieht folgendermaßen aus. Also, ebenfalls in dieser schwarz-weiß Optik, Raf Camora, Schwarze Materie 2. Und hier nochmal ein Rabe zu sehen, ebenfalls auch wieder in weiß und schwarz. Sehr schön. Dann haben wir einen, achso, Moment, wir haben ja noch einen Tonträger. Die Instrumentals zum Album, Raf Camora, Anthrazit, Instrumentals. Keine Tracklist auf der Rückseite. Aber wie gesagt, die Tracklist kennen wir ja schon vom Album. So sieht das Ganze aus. Anthrazit, Instrumentals, selbes Design, wie auch schon die Standard-CD. Und das Ganze, wie so oft, in einer Papphülle. So, aber jetzt kommen wir zum Sticker. Dieser ist quadratisch, ebenfalls wieder das Logo, das wir schon kennen, mit dieser schwarzen Federoptik im Hintergrund. Gefällt mir richtig gut, auch wenn es nur ein Sticker ist. Dann haben wir ein Poster. Dieses ist einseitig und im Querformat. Also, wir haben hier das Logo und rechts daneben Raf sitzen mit Sonnenbrille und Cap. Ebenfalls wieder in dieser grün-rosa oder türkis-rosa Optik. Wie gesagt, das Ganze einseitig bedruckt. Dann haben wir die Raf Camora Anthrazit Notes. Also einfach ein
ein Buch, ein Heft, wo wir hier die ganzen Songtexte original gekritzelt finden und dann natürlich auch viele Hintergrundinfos bzw. Making-of. Also hier haben wir lauter Bilder von Videodrehs, von irgendwelchen Shootings von verschiedensten Locations und natürlich einfach Stories. Ja, sehr schön, gefällt mir richtig gut, dass man so diesen Entstehungsprozess hier mit dokumentiert und dass man hier einfach ein bisschen hinter die Kulissen blickt, was man jetzt nicht vielleicht auf YouTube oder Facebook zu sehen bekommt. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box das T-Shirt. Anthrazit, auch hier wieder das Logo, ganz klassisch in schwarz und weiß, ist ein spezieller Aufdruck, da dieser im Dunkeln leuchten soll. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht angeschaut, da ich die Box eben gerade erst geöffnet habe. Und ich muss mir das Ganze nochmal anschauen bei Nacht. Wir haben auf jeden Fall hier einen Aufdruck Raf Camora in dieser speziellen Schrift. Das ist so überlagert, so doppelt. Und rechts auch nochmal. Also der rechte Ärmel hat ebenfalls den Schriftzug. Rückseite ist blank schwarz. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton Größe L, Made in Haiti und 100% Baumwolle. Alles klar. Schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf der Brust Anthrazit Raf Camora, dieses Rabenlogo. Und an den Ärmeln jeweils Raf Camora, hier dieser Schriftzug. Also, sowohl links als auch auf der rechten Seite ist dieser zu sehen. Gefällt mir vom Design richtig gut. Wie gesagt, ist jetzt nur schwarz-weiß. Kann ich noch nicht beurteilen, wie das Ganze dann in der Dunkelheit ausschaut, was das dann für eine Farbe hat. Aber ich schätze, es leuchtet einfach in diesem fluoreszierenden, in diesem Hellgelb, wie man das von so einem Aufdruck kennt. Ja, werde ich auf jeden Fall mal tragen. Speziell nachts sicher eine schöne Sache. Und zum Abschluss fassen wir zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieses Büchlein, das Heft Raf Camoras Anthrazit Notes. Der Sticker in quadratischer Form. Die Instrumentals zum Album im Pappschuber. Die Bonus-EP Schwarze Materie 2. Das Album an sich im Pappschuber. Und dieses Poster im Querformat. Das alles in dieser wunderbaren Box, Anthrazit von Raf Camora. Mich würde natürlich eure Meinung zu dem Album bzw. zu der Box interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raf unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.